Das klingt so ein bisschen vertraut, fast wie in Brandenburg, Professor Mayer, oder? Ja, so ist es aber. Und das hat nicht nur mit der AfD zu tun, sondern eben auch, dass die anderen Parteien nicht richtig nach oben offene Werbung machen können und nicht entsprechende Zustimmung finden. Auch die CDU liegt zwar vorne mit 30% ungefähr laut DIMAP, oder sogar 32. Das ist schon viel, es stand schon mal viel kritischer für die CDU. Aber das sind natürlich trotzdem prekäre Verhältnisse, insofern vergleichbar mit auch anderen Vorzeichen wie in Brandenburg. Jetzt eine ostdeutsche Spezialität, wenn Sie den Blick sozusagen weiten auf ganz Deutschland müssen, oder müssen wir uns nur insbesondere in Ostdeutschland jetzt an so viele Parteienkoalitionen langsam rangewöhnen? Also noch sind wir auf der Bundesebene nicht so weit, dass das droht, aber es ist eben nicht mehr auszuschließen. Insofern könnte Ostdeutschland hier unangenehmerweise Pionier sein, Avantgarde sein einer Entwicklung, die die Demokratie erschwert insgesamt, jedenfalls die Koalitionsbildung kompliziert macht. Und wir suchen ja schon nach Worten, wie man solche Koalitionen nennt, bisher Kenia. Aber wenn die FDP noch dazu kommt, noch ein gelber Punkt, dann ist das einfach eine bunte Koalition. Neu überlegen. Ja. Trotzdem, theoretisch, eigentlich ist ja gar nichts dagegen zu sagen, dass dann auch drei Parteien sich zusammentun und koalieren, weil man könnte ja sagen, damit werden mehr Interessen auch tatsächlich abgebildet und es ist tatsächlich der Wunsch der Wähler. Sie denken mehr an die Praktikabilität. Ja, genau. Und es ist doch irgendwie prekär, wenn man gegen eine Partei sich derartig stark, also gegen die AfD so stark aufstellen muss. Man nimmt sie damit natürlich auch besonders wichtig, muss sie wichtig nehmen oder ernst nehmen. Aber es ist eine Konstellation, die eben, die wir jetzt aus Italien vielleicht kennen, dass man dort Bündnisse schließt von Parteien, die eigentlich gar nicht zusammengehören wollen. Insofern hieraus eine Politikagenda zu kreieren, ist einfach schwer. Und ob das in der Bevölkerung langfristig ankommt, ist die Frage. Aber es ist jedenfalls die Notwendigkeit, hier etwas daraus zu machen. Und da sind die Leute nicht zu beneiden. Reden wir über die AfD. Also sie hat hohe Werte in den 20er-Bereichen in beiden Ländern. Sie bedient ja definitiv damit eine Klientel und etwas, was bisher fehlte und was die anderen nicht bedienen konnten, die anderen Parteien. Ja, man kann sagen, dass in der politischen Kultur, eigentlich auch in der politischen Kulturforschung der Politikwissenschaft, es immer die These gab, dass es eine gewisse Entfremdung am Boden sozusagen gibt, ein Krummeln in der politischen Kultur. Und diese Kultur oder Unkultur wurde jetzt durch diese Parteien auf der linken und rechten, durch die Populisten, politikfähig gemacht. Und damit wird natürlich einfach dieses Unruhepotenzial in die Politik hineingestreut. Und der Populismus entfaltet darin seine Energie, dass er daraus ein Programm machen kann. Und die Programme sind unterschiedlich, mal der Euro, mal der Migration, mal die Reichen bei der Linken. Und jetzt gerade das Thema Vollendung der Einheit, was jetzt ja bei dieser Landtagswahl ganz dick auf den Plakaten steht. Rolle spielt. Ja, man hat natürlich, das ist ein anderes Thema, die Ost-West-Annäherung ein bisschen vernachlässigt, muss man sagen, in der öffentlichen Diskussion. Und das rächt sich jetzt in gewisser Weise. Und es wurde im Film gut dargestellt, welchen Rückstand es noch in Ostdeutschland gibt, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel was die Besetzung von Ämtern durch Leute aus Ostdeutschland angeht. Ist die AfD ein vorübergehendes Phänomen oder schon fest drin im System der Parteien? Ich glaube, man ist sich einig, dass sie doch durchaus schon relativ stabil dasteht und zwar Protestpotenzial natürlich fördert, aber darin nicht aufgeht, sondern tatsächlich auch eine kulturelle Änderung des Spektrums der Bundesrepublik mit bedient. Und damit muss man weiterhin rechnen. Vielen Dank, Professor Tilman Mayer.